gibt wenige Helden in Deutschland. Zumindest in der Politik gibt es nicht so viele. Aber im Fußball, da gibt es nur noch ein paar. Beckenbauer, Fritz Walter, Uwe Seeler. Da war so eine Geschichte. Da kam der Ball, WM 70, so. Und ich bin das Tor, ja. Und Uwe steht so mit dem Hinterkopf, macht er das Bumm so rein. Der Torhüter Bonetti hieß der, keine Chance. Und ich damals, boah, Uwe Seeler, mein Idol. Und ich muss ja sagen, er hat jetzt ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das so clever war. Weil manchmal kann ein Idol auch vielleicht ein bisschen zu viel erzählen. Und dann zerbröselt die Illusion. Und dann liest du auf einmal, der Uwe, der war gar nicht so der Held. Der wollte früher nie trainieren, da war der richtig faul. Oder manche haben gesagt, der war ganz schön naiv. Wie kann der eine Million ablehnen als 25-Jähriger? Ja, und Fragen über Fragen. Ich weiß auch nicht, ob überhaupt noch mein Idol ist. Ich frage ihn am besten, ja, ob das, hallo Uwe Seeler, ob das denn stimmt, dass in Ihrem Buch eine ganze Menge ist, wo man so schön sagt heute, der hat sich geoutet. Der ist eigentlich gar nicht so ein Held. Der hatte sogar gar keinen Bock zum Trainieren damals. Stimmt das denn? Nein, also wir haben ja früher auf der Straße nach dem Krieg spielen können. Autos gab es nicht und ich war täglich auf der Straße zugange. Und zum Training, das war weit draußen beim HSV, nämlich in Ochsenzoll, wo ich heute auch zu Hause bin. Aber es war immer sehr weit. Und da habe ich gesagt, ich muss hier unten. Da konnte man auch nicht kicken, da musste man auch trainieren statt kicken. Da musste man ja trainieren, so richtig nach Anweisung. Und mein Trainer hat aber nur einmal gesagt, also wenn er nicht zum Training kommen will, dann braucht er überhaupt nicht mehr kommen, dann spielt er auch nicht. Und da war das vorbei und da bin ich natürlich jedes Mal zum Training gefahren. Ich muss sagen, in Ihrem Buch, es ist tatsächlich so, im Fußball gibt es ja entweder nur Helden und Idole oder man ist ja ganz schnell, wenn man die Kiste nicht trifft, ein Versager und dann muss man die großen Schlagzeilen lesen. Sie haben das komischerweise geschafft, dass Sie ein Idol sind bis heute, ohne so die großen Erfolge erzielt zu haben. Ich war recht verwundert, obwohl ich mich ein bisschen auskenne im Fußball, aber ich dachte, der hat mindestens 5-mal einen deutschen Meister geholt. Aber eigentlich sind Sie nur einmal deutscher Meister geworden und sonst ist einmal da nicht Pokalsieger, so. Einmal deutscher Meister, aber WM immer. 4 Weltmeisterschaften, leider das. Ja. Einmal nur Vize-Weltmeister. Ja, aber gut. Wurmt es Sie so ein bisschen, dass die anderen, Völler wurde Weltmeister, Matthäus, Beckenbauer 74, nein, da haben Sie gerade. Wurmt mich nicht und wer das Buch liest, weiß auch, dass ich mich mit anderen freue. Aber man braucht eben dieses Quäntchen Glück. Bei 4 Weltmeisterschaften waren wir immer nah dran. Leider habe ich es dann nicht geschafft. Aber ich glaube, dass als solches macht auch nicht die Karriere aus. Ich glaube, wenn man so lange Fußball gespielt hat, recht konstant, recht erfolgreich, das macht es wohl aus. Und was vielleicht auch wichtig ist, dass ich immer der geblieben bin, der ich war. Und ich habe ja immer gesagt, man kann sowas auch nicht spielen. Man ist so, wie man ist. Und ja gut, und ich bleibe auch so, wie ich bin. Eigentlich die größte Auszeichnung, finde ich, für Sie muss doch sein, dass man Sie uns Uwe nennt. Weil uns, das heißt doch, der ist für uns alle. Das ist unser Mann. Und ob der jetzt Weltmeister wurde oder nicht, was ist so das Geheimnis, denken Sie, Ihres Erfolgs? Ist es, dass Sie so ein bisschen noch für diese Werte von damals stehen? Freunde müsst ihr sein, Disziplin, Fairness. Hat das mehr mit Ihren Werten zu tun? Weil der Erfolg war ja jetzt nicht, wie gesagt, 3-mal Weltmeister oder sowas wie Pelé. Na, also ich glaube schon, dass das die Werte sind, die man befolgt hat und die man ja auch heute noch verfolgt. Und ich würde mich persönlich vor allen Dingen sehr freuen, wenn viele dieser Werte wieder zurückkommen würden, weil ich meine, auf Dauer braucht man gewisse Werte, um gut durchs Leben zu kommen. Und, zum Beispiel? Was fehlt Ihnen denn heute? Ich hab ja zum Beispiel gesagt, Fairness, Mannschaftsgeist, sag ich mal, dass man sich auf Leute verlassen kann, Einsatzbereitschaft, Kampfeswillen. Und ist es bei mir ja auch eine Eigenschaft gewesen, dass ich kein Spiel verloren gegeben habe, eher der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat. Und es hat sich auch gezeigt, dass man eben, wenn man noch mal einen zulegt, dass man viele Spiele umbiegen konnte. Und ich glaube, das hat die Leute begeistert, dass ich nie aufgegeben habe, dass ich immer weitergemacht habe, selbst wenn schon ein Spiel verloren war. Okay. Und vielleicht auch die Art, Fußball zu spielen, nämlich Tore zu machen. Ja, nicht aus nur mit dem Positionen, Kopfball, aus allen Lagen. Ja, gut. Und aber lassen Sie uns mal ein bisschen bohren. Also man kann natürlich sagen, früher war das so, Herberger hatte bestimmte Regeln, Gesetze kann man ja in Ihrem Buch nachlesen. Richtig. Sogar. Disziplin, Fairness, nicht aufgeben, sogar Sauberkeit, Ehrlichkeit. Ja. Und man könnte natürlich jetzt ganz schnell sagen, ja, heute ist es nicht mehr so. Aber lassen Sie uns mal ein bisschen so tiefer bohren. Warum ist es denn verloren gegangen, dass man heute so sagt, Entschuldigung, wenn ich es zitiere, aber so im Fanblock, scheiß Millionäre, hört man dann so. Warum ist es so verloren gegangen? Ja, da könnten wir sicherlich 2 Stunden drüber sprechen. Ich glaube, dass es ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Wir haben eine andere Zeit
Und gewisse Dinge werden einfach gesehen, genau wie man natürlich auch sagen muss, dass bei den jungen Leuten das meistens ja auch so, dass man mit wenig viel erreichen möchte. Manchmal ja schafft man es ja auch. Aber im Großen und Ganzen ist es nur einfach erklärt, dass wenn man was erreichen will, konstant bleiben will, dass man hart arbeiten muss. Und wenn man es erreicht hat, muss man noch härter arbeiten, damit man da oben bleibt oder vielleicht noch besser wäre. Denn alle anderen lassen sich ja auch etwas einfallen. Man darf nie aufgeben. Und vor allen Dingen Mannschaftsgeist, Fairness. Ist der Rückkehrschluss, dass Leute heute sagen wir, im Sport eben nicht hart arbeiten wollen, sondern recht schnell nach oben kommen wollen, ohne was zu tun? Vielleicht sieht man es im Fernsehen, man will ganz schnell berühmt werden, in so einer Castingshow, zweimal gesungen, schon ein bisschen Star. Also ich glaube, wenn man das so allgemein betrachtet, obwohl ich da natürlich auch immer vorsichtig bin und auch keinen verbessern will, jeder soll es so machen, wie er es gerne möchte, aber da bin ich auch gern mal altmodisch. Ich glaube schon, dass es zu früh alles ist und auch zu früh als Star oder eben auch als großer Mann dargestellt wird. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn man mal ein, zwei Tore geschossen hat, dass vielleicht mal in zwei Spielen dann schon Nationalspieler wird oder eben, wie Sie sagen, Casting durchkommt und dann schon gleich ein Superstar ist. Das bezweifle ich. Ich glaube, da gehört einfach mehr dazu. Wenn man über Jahre bei Herberger, musste man mindestens ein Jahr, und ich sage das immer wieder gerne, und da bin ich wieder gerne altmodisch, ein Jahr mindestens konstant und gut spielen, um überhaupt eine Chance zu bekommen, eingeladen zu werden. Und dann im weiteren Kreis. Und wenn er dann mit einem gesprochen hat, nach einem halben oder manchmal auch nach einem Jahr, dann hat er gesagt, Sie sind auf dem richtigen Weg, machen Sie weiter so. Also ich glaube, das ist auch kein schlechter Bestand, denn wenn es junge Spieler gibt, die sich jetzt gerade in der Mannschaft, in der Vereinsmannschaft etablieren, und dort brauchen sie ja auch eine Zeit. Dann schon, bevor sie sich schon wieder Nationalspieler werden, das ist wieder eine andere Sache. Da ist immer eine Gefährlichkeit. Es gibt manche, die kommen durch, aber manche haben wir auch schon erlebt, die dann absagen und im Verein dann auch absagen. Ja. Und das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Okay, lassen wir mal zusammenfassen. Also Sie sind der Meinung, wahrscheinlich nicht nur Sie, sondern auch Menschen aus Ihrer Generation, heute wollen die Jungs nichts mehr machen, aber die Kohle wollen sie kassieren, berühmt sein, das will jeder. Lass mich kurz ausmachen. Aber man muss was dafür tun. Jetzt sage ich mal, Uwe Seeler, ich lese in dem Buch, vielleicht reden wir nicht nur über den Helden Uwe Seeler, sondern auch über die Schwächen. Was war denn am Anfang Ihrer Karriere vielleicht Ihr Problem, wo Sie gesagt haben, da muss ich aber ganz schön dran arbeiten, wo der Herberger vielleicht auch mal einen Finger in die Wunde gelegt hat? Ja gut, das ist ja, glaube ich, bei jedem jungen Menschen so. Wenn er irgendetwas macht, macht er das ein bisschen lässig und glaubt, zum Beispiel, wenn ich einen Ball dann gespielt habe, dann war ich sicher oder habe gesagt, naja, heute kommt wohl an, und mal geguckt. Mhm. Da gibt es gewisse Grundsätze. Dann hat er mich angeschrien. Das ist der Herberger? Er hat geschrien, wisst du, wohin zum Mann am Ball und all diese Dinge. Das war im Schlaf bei uns nachher, dass wir hin zum Mann am Ball Doppelpässe spielen und gehen, ohne Ball bewegen, damit der andere die Möglichkeit hat, dich anzuspielen. Bälle fordern, das waren alles Grundsätze, die für meine Begriffe heute noch zum Fußball gehören. Und wir haben gute Beispiele. Ohne Bewegung geht überhaupt nichts und ohne Kampf geht auch nichts. Hatten Sie eine Schwäche eigentlich, wo Sie sagen, das war tatsächlich, wo man sagt, der Seeler, also das konnte er nicht, weil ich denke ja immer, Uwe Seeler, der hat Kopfbälle gemacht, aus allen Situationen, Tore geschossen. Aber mal ganz ehrlich, gab es Situationen? Bequem war ich nie. Bequem waren Sie nie? Nee, denn ich habe auch mehr oder weniger, obwohl ich Trainingsfoul vielleicht, dass Sie manchmal morgens gesagt haben, heute habe ich keinen Bock, schweren Kopf von gestern? Ich habe es gerne gemacht. Also ich bin eben nur das Einzige, was man war, dass ich nicht nach Ochsenzoll zum Training, sondern auf der Straße gebolzt habe, aber dies dann 2-3 Stunden ununterbrochen. Und das war im Grunde hartes Training. Aber wenn man in einer Mannschaft Fußball spielen will, muss man zum Training und muss mit den Kollegen zusammen trainieren, gewisse Dinge einstudieren. Also, aber wissen Sie, die Chance hatte ich gar nicht von zu Hause aus. Wenn man weiß, was ja im Buch auch steht, wie ich groß geworden bin, was mein Vater war, ein sehr guter Fußballer. Auch beim HSV gespielt. Hat auch beim HSV, im Arbeitersport, National, und war ein ganz harter Hund, ist im Hafen groß geworden. Also Weicheier konnte er zu Hause nicht haben, sondern gutes da Thema. Haben wir keine Chance gehabt. Gutes Thema, Ihr Vater. Ich habe gelesen, und das ist ja jetzt echt kein Witz, aber ich habe gelesen, dass er damals 10 Reichsmark bekommen hat, für einen Wechsel. Ja. Und selbst dafür, dass er die angenommen hat, man nennt das ja heute Handgeld, hat er Probleme gekriegt. Dann sollte er im sogar gesperrt werden. Ja. Genau. Und wenn man überlegt, was ist denn da los gewesen? Und er hat damals sogar gesagt, Geld interessiert ihn gar nicht. Nee. Und heute,
da, was weiß ich, Sebastian Kehl oder wie die ganzen Jungs heißen, die unterschreiben einen Vertrag und sehen, ach, die anderen bieten 2 Millionen mehr und dann wird er verrissen und gehen woanders hin. Was ist denn da passiert? Ist das Sport überhaupt noch Sport in Ihren Augen? Also wissen Sie, zunächst muss man grundsätzlich im Sport sagen, dass natürlich jeder blöd wäre, wenn er das, was er kriegen kann, nicht nehmen würde. Aber das haben Sie doch auch gemacht, eine Million abgelehnt, ne? Ja gut, das waren vielleicht andere Zeiten, da war der Fußball noch nicht Beruf, sondern wir haben dort mit unserem Beruf Geld verdient. Gut, dennoch kann man natürlich sagen, im Verhältnis zu hier war natürlich Italien schon reizvoll. Aber wenn man eine gute Existenz gehabt hat, so wie ich, noch kein Berufsfußballer und hat die Sicherheit gewählt und mir war der Beruf, in dem ich ja gut verdient habe, war mir dann wichtiger. Wie viel wichtiger, waren das zu der Zeit? 500 Mark im Monat, ne? Nee, wir haben zu der Zeit keine 500 Mark im Fußball, sondern wir haben erst 320 Mark und dann 400 Mark Aufwandsentschädigung bekommen. Aber jetzt kommt doch die 1 Million Marks-Frage im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Mensch aus noch nicht am Ende. Hinter Mailand, der kommt mit dem Koffer und Sie haben es abgelehnt. Ja. 1 Million war ja damals unvorstellbar, letztendlich. Und Sie haben es abgelehnt. Warum haben Sie es abgelehnt? Ja, ich habe ja gesagt, ich bin erstens Ur-Hamburger, ich bin sehr bodenständig, habe dann einfach gesagt, wenn das in Italien nicht klappt, bleibst du hier, hier geht es dir auch gut, hatte Familie und habe dann gesagt, mit meinem Beruf kann ich auch gutes Geld verdienen, hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich dann auf Deutsch gesagt, das Zuhause hier in Hamburg, die Familie und vor allen Dingen die Sicherheit vorgezogen, obwohl ich wusste, dass es schwieriger ist, Beruf und Leistungssport zu vereinbaren. Wir machen kurze Pause. Und dann bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen, ob da manche Leute nicht gesagt haben, der war aber ganz schön naiv, dass der das viele Geld da weggelassen hat. Passt ja, N24, hier geht es um Geld, ja? Bis gleich. Ja, ja. Bin mal gespannt. Das haben einige gesagt, ja. Wer 1 Million Mark im Koffer ablehnt, von mir aus 1 Million Euro, der muss schön blöd sein. Haben ungefähr so Ihre Kollegen damals reagiert? Also meine Mannschaftskollegen, die mich gerne behalten hätten, die haben zu mir gesagt, da musst du hin, wir bringen dich mit Blumen zum Flugplatz. Die waren natürlich nachher auch froh, aber die haben auch das alles gar nicht verstanden. Ja. Aber ich habe es halt so gemacht. Mhm. Und Gott sei Dank, das muss ich natürlich auch noch sagen, bin ich heute nicht traurig, dass ich so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ja. Heute noch stolz darauf bin und nichts bereuen brauche. Okay, jetzt sind ja viele Jahre vergangen. Sie sind ja berühmt geworden durch das, was Sie geleistet haben. Ein sehr beliebter Mensch, nicht nur in Deutschland. Aber haben Sie vielleicht ein paar Jahre später, ich habe auch gehört, dass Sie in Ihrer Nationalmannschaftskarriere die ersten 4 Spiele, die gingen alle erstmal verloren. Ja. Gab es vielleicht Zeiten, wo Sie das jetzt mal ganz ehrlich, lieber Herr Seeler, wo Sie das bereut haben, wo Sie gesagt hätten, ich Hornochs, hätte ich das doch damals angenommen. Dann säße ich jetzt nicht im Matsch in Ochsenzoll, wo es immer regnet, sondern schön in Italien. Kann ich also ganz klar mit einem Nein beantworten. Habe ich nie bereut, bis zum heutigen Tage nicht. Okay. Gut, wir lassen das Thema Geld. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Ich habe ja diese Illusion gehabt, der Uwe Seeler, dieser furchtlose Held, der geht in jeden Zweikampf, wie man so schön sagt, wo es weh tut. Aber Flötenheini, sage ich nur, da geht das Licht aus. Ja. Der Flötenheini, ja, Sie können es ruhig auspusten. Wenn Sie Schiss hatten, habe ich gelesen, haben Sie angefangen zu pfeifen. Das war die Nachkriegszeit, wo Stromsperren waren. Als kleiner Junge, muss ich ehrlicherweise sagen, dann hatte ich, wenn das Treppenhaus ganz dunkel war, die Zeit war auch ein bisschen unheimlich, nicht so gefährlich. Und die Mutter hat dann immer gesagt, pass gut auf und komm im Hellen nach Hause. Und wenn es dann so ein bisschen schummrig und dunkel wurde, hatte ich also die erste Zeit unheimlich Manschetten. Dann habe ich also gerufen und dann hat meine Mutter sich oben gemeldet. Dann habe ich nur gerufen, ich komme und dann bin ich gerannt, habe noch mal immer gepfiffen und dann bin ich hochgelaufen. Wir haben im dritten Stock und dadurch bin ich dann auch so gut austrainiert gewesen. Die Kriegszeiten. Hamburg war ja damals zu großen Teilen zerbombt. Es waren 300.000, die in irgendwelchen Kellern, in Ruinen gelebt haben. Und Sie hatten damals, Ihnen ging es natürlich ein bisschen besser, aber es waren doch schon harte Zeiten für Sie damals. Ja, da waren sehr harte Zeiten und die Nachbarhäuser bei uns waren ja auch ausgebombt, wo wir dann nachher auf den Trümmergrundstücken Fußball gespielt haben. Die haben uns ein bisschen weggeräumt, aber ich bin auch eben noch in Kellern gewesen und wenn ich dann im Park und Tieffliegeralarm kam, bin ich sogar einmal bei Tieffliegeralarm nach Hause gelaufen, wo ich dann auch von meiner Mutter auch bisschen, als Flötenheini wahrscheinlich. Auch als Flötenheini bin ich von
Haus zu Haus gelaufen. Und da habe ich natürlich auch eine gute Strafe bekommen, weil das gefährlich war. Aber insofern war das schon eine unheimlich schlechte Zeit. Sind viele Menschen verhungert in diesem ziemlich, ich weiß nicht welches Jahr, dieser Winter? Ja gut, wir haben ja auch alles gegessen. Wir haben Trockenbrot mit Zucker oder Steckrüben oder was es alles gab. Aber das Gute ist, ich habe früher so die mit Sand gegessen, die Steckrüben, weil wir eben auch nichts anderes hatten. Und ich mache sie heute trotzdem noch gerne, weil viele sagen, ich musste früher so viel Steckrüben essen. Ich mache sie heute noch gerne. Hat das Sie geprägt, anders. Die Zeit? Dass ich glaube, die Zeit hat mich geprägt und die Zeit, auch das Zuhause und meine Eltern konnten auch nicht, dass meine Eltern nun groß Geld hatten. Wir mussten schon behutsam damit umgehen, die konnten mir kein Fahrrad fahren und alles. Mein ganzes Leben hat auch der Sport geprägt, denn die ganzen Reisen und ich habe die ganze Welt gesehen, hätten meine Eltern mir alles auch nicht bieten können. Also insofern bin ich durch den Sport, in dem ich Landleute und auch alles kennengelernt habe, was ich nachher für meine berufliche Ausbildung oder überhaupt für mein Leben gut gebrauchen konnte, habe ich und deswegen auch mein Titel Danke Fußball, weil er mir sehr viel gegeben hat, auch fürs normale Leben. Und deswegen stehe ich, glaube ich, auch fest mit beiden Beinen auf dem Boden. Jemand, der wie Sie eigentlich so auf der, man sagt da so schön, Sonnenseite steht. Es hätte auch sein können, Sie sind in einer anderen Familie in Hamburg und Sie wären vielleicht noch nicht mal 30 Jahre alt geworden, damals in Kriegszeiten. Richtig, alles sind möglich Sie, gewesen. Man liest ja auch über Sie, dass Sie ein sehr gläubiger Mensch sind, dass Sie Ihre Dankbarkeit auch nach oben schicken, der liebe Gott. Lese ich da 1960 Meister oder was, 61? Ja. Danke, lieber Gott, endlich den Titel. Wie ist denn Ihr Bild von diesem lieben Gott, den man immer so schnell vergisst und vielleicht in Notzeiten erst wieder anruft? Also ich stelle das mehr dar, dass ich versuche, anderen zu helfen auch. Und ich habe ja den Satz auch geprägt, denen zu helfen, die nicht so auf der Sonnenseite stehen wie wir und das auch nie können. Und deswegen habe ich auch meine Stiftung gegründet, indem ich eben den Bedürftigen helfe. Und das ist mir auch ein Anliegen und das macht mich auch zufrieden. Und das werde ich auch, solange ich einigermaßen marschieren kann, durchziehen und das mit recht gutem Erfolg. Und meine Kinder sind mit einbezogen und ich würde mich freuen, wenn die das dann auch in einer Zeit weitermachen, wo ich dann nicht mehr da bin. Es gibt ja Spieler, vielleicht beobachten Sie das auch in der Bundesliga, die haben gar keine Scheu, sich zu bekennen. Die schreiben sich dann irgendwas mit Gott oder Jesus auf ein T-Shirt, der heilige Rasen. So gläubig bin ich dann wieder nicht, muss ich sagen. Aber ich versuche das eben mein Gutes zu tun und was mich auch selbst befriedigt. Und ich versuche auch da zu helfen, wo es wirklich Not tut. Was ist denn Ihre schlimmste Erfahrung eigentlich gewesen im Fußball? Sie haben sehr viel Schönes erlebt, aber ich erinnere mich, es gibt Szenen, da schleicht der Uwe mit gesenktem Kopf vom Rasen, das berühmte Bild von 66. Oder war das gar nicht so schlimm, weil letztendlich als Vize-Weltmeister? Also dieses Bild weiß ich gar nicht, wie das klar war. Man sehr wahrscheinlich enttäuscht. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt weiß, wie in England, gut, wir wollen jetzt nicht wieder anfangen, das dritte Tor, was ja keins war. Und also, natürlich war es keins. Weil der entscheidend waren wir da wohl, glaube ich, alle ein bisschen traurig, weil der Schiedsrichter ja erst Eckball gegeben hat und dann in einem Spiel um die Weltmeisterschaft. Dann muss man auch das geben, was man selbst gesehen hat. Man kann nicht rauslaufen zu einem Mann, der 50 Meter davon entfernt ist und der soll es gesehen haben. Das war das Einzige. Ansonsten, glaube ich, ist viel schlimmer gewesen, als ich 65 den Achillessehnendurchriss hatte. Denn da war es fraglich, ob ich überhaupt wieder je Fußball spielen kann. Und das war für mich natürlich schlimm, obwohl ich im Grunde ruhig daran gegangen bin, weil ich meine berufliche Existenz hatte. Also ich wusste, das ist gesichert. Jetzt wollen wir sehen, was fußballerisch kommt. Aber es wäre schlimm gewesen, wenn ich hätte nicht mehr spielen können. Und es ist ja weitergegangen, wie man weiß. Über Uwe Seeler, da gibt es so viel zu erzählen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und meine Frau hat mich auf ein interessantes Thema gebracht. Ich habe gesagt, uns Uwe kommt. Was würdest du eigentlich den Uwe Seeler fragen? Und dann meinte sie, typisch Frauenfrage, wie kommt er eigentlich damit zurecht? Sein Vater war Fußballer, sein Bruder. Und was macht er? Er ist ein Mädchenzeuger, hat drei Mädchen zur Welt gebracht. Ja, wie gehen Sie denn damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Ich glaube, das ist sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Und meine Frau, die hätte mir gern einen Jungen gewünscht. Aber, jetzt sage ich mal wieder auch mit Fragezeichen, es wäre vielleicht ganz gut, dass ich keinen Sohn bekommen habe. Denn von dem hätte man natürlich verlangt, dass er noch besser wird als sein Vater.
Und Sie wissen ja, wie grausam Kinder sind. Und ich kenne genug Kollegen, die Söhne haben, die keine Fußballer geworden sind, obwohl die Väter ganz große gewesen sind. Also das ist vielleicht auch wiederum gut gewesen. Aber wenn Sie meinen Spaß hören wollen, wissen Sie, Techniker machen halt Mädchen. Gute Antwort. Also, überhaupt Glückwunsch zum Ehrenbürger von Hamburg. Den haben Sie jetzt noch auch. Ist es ja, nicht ja es ist quasi in der Luft. Ja, nach Siegfried Lenz, Helmut Schmidt, jetzt der erste Sportler von Hamburg, Uwe Seeler. Sie sind 66 Jahre. Udo Jürgens, ist ja klar. Was kommt jetzt als Frage? Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Was ist denn Ihre Vision für die nächsten? Sie haben ja mal so gesagt, ja, im Jahr, wenn Sie 80 werden, da spielt der HSV immer noch in der Bundesliga. Was ist Ihre Lebensvision? Ja, meine Lebensvision ist die, dass ich gesund bleibe und so weitermache, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Bisschen Stress rausnehmen. Ansonsten bin ich froh, wenn ich unterwegs sein kann, aktiv sein kann. Und das wollte ich, die Stiftung noch nach vorne treiben. Ja gut, den Fußball noch anschauen, hoffentlich erfolgreichen, guten Fußball sehen. Das sind so meine Freuden, die ich habe und dafür kämpfe ich auch. Abschlussfrage. Was machen Sie denn, wenn Sie dann irgendwann die Himmelsleiter hochkommen? Fritz Walter ist ja schon da. Ja. Was wird Ihre allererste Frage an den lieben Gott sein? Was werden Sie ihn fragen? So nach dem Motto, endlich habe ich dich da oben. Was ich schon immer mal wissen wollte, ist? Ob da oben Fußball gespielt wird. Ja, ich glaube schon. Also, weil wenn es Himmel ist, muss es doch einen Ball geben. Ja. Normalerweise. Normalerweise muss es das geben, ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Aber es ist noch nicht vorbei. Weil jetzt kommt hier was zum Abschluss. Ich habe gehört, Uwe Seeler muss an seinem Handicap ein bisschen was machen. Ja, muss ich ganz bestimmt. Als Golfer, es wird für Ihre Stiftung ja auch gegolft kräftig, da kommt ein bisschen Geld rein. Ja, ja. Stehen Sie gerade mit mir mal auf und gehen aufs Grün, auf das Kleine. Welchen Schläger darf ich Ihnen denn anbieten? Da hinten sehen Sie schon mal das Ziel. Was nimmt man denn da? Ich kenne mich nicht so gut aus. Ein Eisen oder ein Holz? Für das ist, glaube ich, alles Eisen. Ne? Für die, du musst ja Ball schön flach halten. Das ist schon schwierig, ja. Da darf ich ja nicht so hoch. Ne? Nehmen wir mal hier den, den Fünfer? Ach, nimm mal den Fünfer, der sieht so nett aus. Normal, Ja, oder den. Nee, das ist. Also, oh, Vorsicht! Jetzt gibt's hier Klemmen. Uwe Seeler. Und da soll ich rein. Genau, ich werde die dreimal hier wegnehmen. Genau. Fußballer spielen ja alle ganz gut Golf, ne? Ja, naja, es ist ja eine Frage der Übung, wie so alles, ne? So, oh, muss da brauche ich aber nicht viel schlagen. Da. Oh, oh. Das war der Kameramann. Ich diene Ihnen am Ball. Wo ist die? Okay. Wo ist denn die? Alle guten ich sag Dinge. Schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jawohl. Für Uwe Seeler haben wir hier jetzt noch was ganz Besonderes ausgepackt. Und zwar, Achtung, die 7. Ich habe noch eine kleine Trickaufgabe für Sie. Letzter Ball. Ah, der kam zurück. Jetzt habe ich noch einen anderen Schläger. Ja, das ist ja. Und zwar, jetzt passen Sie auf, jetzt kommt hier ein ganz besonderer. Was ist das denn, Werner? Ja. Mal sehen, ob Sie den.